Ein herzliches Hallo und willkommen zurück bei 7 Days to Die zum großen Staffelfinale. Das sei mal vorweggeschickt, aber dazu später mehr. Jetzt erstmal Hallöchen an Xa und Danu. Oh. Moin. Hi. Das ist das Finale. Ich Danu, fange mal da Xa, hinten an. das Finale. Oh, wir werden uns verabschieden müssen von dieser Welt nach dieser Folge. Wir wollen eine kleine Pause machen. Wir haben im Grunde genommen fast alles gezeigt. Und jetzt gibt es noch einmal aufs Maul. Was ist denn hier? Wer hat denn hier die Spikes gesetzt? Ich, falls die Zombies reinkommen. Nee, super. Damit du ja besser dagegen rennen kannst. Und um mir zu sagen, da geht's nicht lang. Genau. Genau. Ne? Wir haben hier fast alles gezeigt. Jetzt haben wir nochmal ein großes Finale. Unsere Basis, unsere Bruchbude ist mittlerweile stimmenlos, ist mittlerweile eine Festung geworden, muss man ja fast sagen. Es ist ja irgendwie schon wieder fast zu gut, was wir da in 2 Tagen rausgemacht haben, oder? Also, was meint ihr? Oh, so. Zündeln, ich meine nichts. Kann sich durchaus sehen lassen. Doch, mir hilft da irgendwo beim Zündeln. Ja, ja, ich helfe dir. Und Koya, du kommst nicht raus, sonst rennst du in brennendes Feuer. Na gut, dann kann ich nicht helfen, zündeln. Ja. Ich hoffe, du hast eines hinten noch auslassen. Ich hab bei dir an der, also wo du angefangen hast, in der Richtung dann angefangen. Die zündeln die Lagerfeuer an. Und ansonsten haben wir im Osten noch ein bisschen die Basis weiter verstärkt. Wir haben noch ein paar Spikes aufgebaut. Wir haben unsere Munition verteilt. Ja, die ganze Shotgun-Muni, die ich ja seit Folgen mit mir rumschleppe. Ja, von der haben wir gar nicht mehr wussten. Ja. Erzähl doch mal, wie viel Muni wir jetzt haben. Och, Tausende. Ich weiß es nicht. Ja. Wir müssen gar nicht schießen, wir können sie direkt mit der Munition so totschmeißen. Ohne Holz? Oder so. Was? Ohne Holz? Das gibt's ja nicht. Und ja, die haben wir jetzt verteilt, wir haben Pistolen, also ich denke mal, wir werden das schon wieder rocken, das Ding. Das ist jetzt die Hälfte, oder? Aber wir haben nur ein kleines Popelmäuerchen. Und 16 Popelfackeln. Yay. Warte, Sekunde. Gleich 21. Okay. Wow, das war schön. Ja, wir locken jetzt natürlich Schreier an. Mhm. Ja, nicht zu knapp. Die habe ich gerade mal zerlegt noch. Okay. Wo machen wir es aus? Moment, müssen wir hier ausmachen. Okay. Aber wir haben 21 Uhr, also ein Stündchen habt ihr noch. Wir sind fertig. Gut. Ja, geht doch flott. Ich hoffe, die hat nicht mehr geschrien, die war gerade so am Jauchzen. Nicht mehr geschrien. Gut. Einschalten. Einschalten. Waffe ist geladen. Waffe ist geladen. Alles brennt. Alles geladen. Pistole ist auch geladen. Wir brennen. Oh Gott, der Blutmond. Der Blutmond. Das Haus brennt, müsste theoretisch demnächst brennen. Ja, stell mal vor, das würde jetzt wirklich. Das müssten sie noch implementieren, dass das wirklich anfängt zu brennen, das Ganze. Du hast rundherum bitte jetzt Lagerfeuer. Aber wir haben ja da Steinmauern gemacht. Wir haben ja nach. Es brennt nur der Boden irgendwann. Aber das tut er eh hier. Ich bin gespannt, von welcher Seite sie kommen. Ich glaube ja von hier, wo unser Eingang war. Bin gespannt, wo jetzt erstmal die ganzen Schreier herkommen. Unsere Mopeds stehen da oben, die haben wir sicherheitshalber hochgestellt. Auf dem Gipfel da oben, oder wo hast du sie? Ja, ja, genau. Okay, gut. So, dass man nicht drauf schießen, wenn es geht. Ja, das große Finale. In der... Euren. Kreis Nummer 1. Eins ist gut. Ich dachte Nummer 1. Ist hier Nummer? Jetzt haben wir natürlich noch eine Wanderhorn-Tour. Ach du Scheiße. Okay. Oh. Noch eine Schreierin, ne? Jetzt kommt das Lagerfeuer sein. Das ist mit mal, dem Lagerfeuer vielleicht wir nicht so super haben. Idee. Wir wollten es doch ein bisschen spannend haben. Ja, vielleicht nicht unbedingt so viele Art und Weise. Ich weiß nicht. Also, wir haben jetzt sehr viele Lagerfeuer angezündet. Jetzt geht's los. Mhm. Geht super. Ja, auf eurer Seite da drüben. Da? Nee, das ist nur normal. Man weiß es mittlerweile nicht. Naja, doch, so viel wie da jetzt da kommen, würde ich ist, sagen, doch, da kommen wir kommen ja aus Süden, ja. Okay. Shotgun für Nahkampf aufheben, Dano, wenn es ja wirklich mal runtergeht. Du machst hier fast keinen Schaden aus der Entfernung. Okay. Nur Hörsturz. Da drüben muss irgendwo ein Kopf sein.
Aber wisst ihr, was uns richtig Probleme machen wird? Was denn? Rappler. Ja. Wir müssen erstmal die Spikes holen. Kommen die jetzt von der anderen Seite? So, hier kam gerade auch einer her. Da schon wieder ein Volley. Oh, da ist ein Kopf explodiert. Tschüss, ja, das war einer. An der Mauer. Okay, schauen wir mal. Irgendwie. Ich glaube, von der Seite war doch nur die jetzt Schreierin. Ist von der Ruhe, ja. Sie kommen von der Seite, wo wir am wenigsten Verteidigung haben. War ja mal wieder pippisch. Da kotzt was. Mhm. Kam von links irgendwie. Ich seh's, ich seh ihn. Mich. Ah, doch. Ihr macht das mal kurz. Mhm. Hat sich leider in die Luft gejagt. Ja. Bisschen freiere Schussbahn. Aber ich sehe so wenig. Bei mir ist wieder so ich dunkel. Auch. Ja, die 16 Mann vorher waren halt leider nicht viel. Aber die 16. Nö, das ist ja klar. Es ist erhöhte Schwierigkeit durch Dunkelheit. Wir haben hier eine ganz gute Position eigentlich. Oh. Okay. Ja, ich höre schon. Hm? Ja gut. Brauchen wir mal ein bisschen andere Muskeln. Eben, ne? Man muss ja auch einen bunten Strauß an Patronen runterschicken. Genau, hier das bringt uns ja nichts, wenn wir nach der letzten Folge noch 100 Dämonis haben. Ich schieße jetzt auch erstmal mit der schlechtesten Waffe, die ich habe. Mhm. Die guten Sachen hebe ich mir auf, falls es doch nochmal ernst wird. Crossbow. Den Crossbow, den hebe ich mir. Ja, okay. Der Crossbow werde ich nicht, das nicht, gib's zu, aber die, dafür sehe ich jetzt zu wenig. Wenn ich dann noch mit dem Crossbow, dann. Oh, da ist wieder ein Kopf explodiert. Ja, ich habe ihn leider nicht erwischt. Also, nicht rechtzeitig. Ich habe ihn ehrlich gesagt nicht gesehen, bis er explodiert ist. Zeit, ich mal wieder treffe. Bei unseren Lagerfeuern war noch gar nichts, oder? Mhm. Wir sind noch nicht mal bis an die Mauer rangekommen. Doch, das schon. Doch, doch, ein Kopf, der hat sich bei der Mauer in die Luft gelegt. Ja, und oben die Spikes sind auch blutig, also so ist nicht. Kippst du jetzt mal tot um, Isse? Also man kann nur summieren, es wird vermutlich mit der Alpha 16 schwieriger werden. Es wird definitiv schwieriger, vor allem kann man es noch einstellen. Ja, ja, das auch. Wir könnten es auch jetzt schwieriger machen. Aber nichtsdestotrotz sieht es fast so aus, als wäre es momentan. Irgendwo war ein Kopf. Hat ja, dann habe ich erlegt. Okay. Und wir werden auf jeden Fall, auch wenn das nicht kommt bei dir, Danu. Ah, da. Okay, tot. Da ist noch einer. Okay, der ist tot. Jetzt ist er tot. Ja, ja, nee, da ist noch einer. Jetzt ist er, glaube ich. Da ist noch einer. Ja. Schön. Ja, wir werden dann mit der Alpha 16 weitermachen, sobald diese dann erschienen ist. Es ist also nur eine kleine temporäre Pause.
Aber wir hatten jetzt halt dann auch so langsam das Gefühl, dass wir nicht mehr genau wussten, was wir eigentlich noch zeigen wollen. Jetzt haben wir uns hier schon die Challenges gemacht, haben die Karte erkundet. Viel ist auf dieser Karte auch nicht mehr, was wir jetzt noch nicht gesehen haben. Oder was jetzt so spektakulär wäre, dass man das unbedingt zeigen müsste noch. Insofern haben wir uns dazu entschieden, lieber in dieser Zeit dann was anderes noch zu machen. Da haben wir so ein paar schöne Sachen. Beispielsweise für ein ARK-PvP-Projekt braucht man ja auch ein bisschen Sendeplatz. Ne? Der Sendeplan war ja prall gefüllt und die ganze Zeit wollten wir schon auch mal wieder ARK-PvP machen. Insofern, sowas wird wahrscheinlich dann an der Stelle von der Base kommen. Da werden wir... Ich höre was kotzen. Ich sehe nur nichts. Sind zwei Cops. Ist da oben in der Ecke, aber wo ich stehe, nur in die andere Richtung. Da oben in der Ecke. Nur bis weg. Halt. Sind beide weg. Beide weg? Ja. Okay. Ja, eher sag mal. Jetzt ist es. Irgendwo höre ich Randal, lacht vorne an der Ecke. Guck mal, da haben wir einen Terror. Der erste, den ich sehe. Ich bin mal gespannt, ob sie die Mauer knacken. Also wenn Feral reinkommt, auf jeden Fall. Also wie gesagt, Feral tanzt da, aber ich bin mal halt gespannt, ob sie die erste Mauer knacken einfach. Und ob wir überhaupt diese Zonen Verteidigung hier vor uns brauchen oder ob die... Das wäre ich weiß nicht, ist schon wieder neu. Also ich dachte, meiner wäre schon am Krabbeln gewesen. Jetzt ist er tot. Der ist hinüber. Er will sich nicht zeigen, da unten, dieser Hazard-Typ, egal. Der lässt sich von den Leichen da unten schützen. Ja, soll er mal. Ich glaube, da vorne sind schon keine Spikes mehr, ne? Die halten da irgendwie aus. Da kommt einer über die Mauer. Jetzt nicht. Doch nicht. Ach, jetzt hätte ich ihm doch eine Chance geben. Nein. Ich habe da meine Prinzipien. Die Prinzipien lauten, kein Herz für Zombies. Kein Herz für Zombies, so ist es. Der kommt bitte. Oh Gott, ich bin krank. Tot? Der ist tot. Ja, ja. Hallo, Krankenschwester. Ja, Xamu kann mit was anderem ballern. Na, ja, mir geht langsam die Schuss aus und mit der habe ich noch so viel. Egal, auf einschieben. Naja, wenn er grad. War halt gerade kein anderer, ne? Ja, genau. War kein Dummer da. Wir müssen noch die Muni verbraten, haben wir gesagt. Da ist was dran. Carol? Ne, das ist auch nur Militär-Onkel. Da haben wir aber in der Tat eine Schwachstelle, die der jetzt ist. Und da krabbelt was. So, nachdem es jetzt schon halb drei ist, geht's mal. Der Krabbler. Da. Auf meiner Seite. Ja, der Krabbler will nicht sterben, was ist mit dem los? Da wird der Leiche drüber liegen. Hoffen wir mal, dass er nicht gleich hier vor uns steht. Feral? Mhm. Feral Krabbel. Polizist noch dahinter? Ja. Erstmal den, ne? Feral ist ich. Polizist ist tot, Feral ist wieder da, nächster. Scheint hops. Das ist hops.
Grund haben. Sind aber wenige Parrots, dafür waren es viele Cops bisher. Aber wir haben es ja schon gleich wieder und es ist nicht mal mehr die Mauer, ich bin echt enttäuscht. Jo. Und wir hatten die Schwierigkeit vorher schon hoch. Ja, doch nicht ganz. Also ich hätte echt erwartet, dass die Mauer da überrannt wird förmlich. Ich meine, wir haben natürlich schon ganz ordentlich Munition. Also auch ein Kopf aus in der Ecke. Ja, genau, wollte ich gerade sagen. Yep. Oh, ich habe keine Muni mehr. Also für die. Für die Sniper. Auf der anderen Seite ist es eh schon halb vier. Ich höre aber gerade noch einen Katze, auch wieder aus der Ecke. Irgendwie. Oh, weg. Ist weg schon? Okay. Okay, dann machen wir mal weiter. Harold, wieder an der Ecke. Der Arme. Wird hier aus allen Löchern besiebt. Er lebt noch. Also ich hab grad dann. Ja, er lebt noch, ja. Jetzt nicht mehr. Jetzt lebt er aber so gar nichts mehr. Munition. Aber wenn es jetzt eh das Finale ist, dann haut man euch auch raus. Ich hab auch noch Dynamit stand. Die brauchen wir noch. Wir haben nämlich noch. Wir haben da noch. Wir haben da noch eine Rechnung offen, ihr wisst schon. Genau. Ich hab noch gekonnt, ich sehe aber keinen mehr. Sind, glaube ich, unten direkt an der Mauer. Ah, dann gehen wir da gleich mal raus. Lass ihn Kruja vor. Soweit ich das sehen kann, ist hier die Mauer irgendwo kaputt. Bitte was? Die Mauer ist nirgendwo kaputt. Die Mauer ist ein bisschen kaputt, ja. Ja, also kaputt, also ein bisschen demoliert, aber nicht kaputt geschlagen. Sekunde, das ist gerade laut. Ich habe hier so einen kleinen Schuppensalat unter der Mauer. Ich weiß auch, warum die Mauer kaputt war. So, jetzt ist da nichts mehr. Ah ja, hier waren 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Zombies dran. Okay. Die jetzt gerade so fein säuberlich davor geschichtet liegen. So. Dann Happy Loot! Naja. Eigentlich können wir uns das ja über einen Schrei rennen. So. Happy Loot. Da hinten ist noch einer. Vielleicht macht ihr mal das Lagerfeuer aus, ich bin schon draußen. Könnt ihr mal rum das Lagerfeuer ausmachen? Ich halte hier auf, so gut es geht. Genau. Ich geh mal. Wir haben dieses Mal deutlich weniger Holz gebraucht. Das geht auf, dreht. Die Spaß und ich schütte Lagerfeuer aus. Ja, das ist Teamwork. Macht's weiter, weiter. Keine Lust mehr. Ja, jetzt kommt mir noch eine Ladung Schrot ins Genick. Nee, komm, lass uns die Lagerfeuer ausmachen. Ich wollte jetzt wirklich nur die Dings. Da kommt noch eine. Match rein. Muss man wirklich in jedes einzelne reingehen und ausschalten klicken? Ja. Yep. Vielleicht weißt du jetzt, warum ich keine Lust drauf hatte. Müssen wir trotzdem. Angezündet. Müssen wir trotzdem machen. Ja, das ist ein bisschen nervig. Ja. Aber es war dringend notwendig, haben wir ja gesehen. Ja, das hat
also ohne die Lagerfeuer hätten wir die Nacht über nicht überstanden. Wir hätten es eben. Also wie kalt wäre das geworden hier, weißt du? Mhm. Im verbrannten Gebiet überhaupt. Ja, genau. Die Lagerfeuer waren das Allerwichtigste von unserer ganzen Basis. Eigentlich schade, ich hätte gerne so ein paar Zombie-Fackeln gehabt, muss ich ganz ehrlich sagen. Einen hatten wir, aber der hat sich am Lagerfeuer am Fackel draus. An der Fackel, ne? Da hatte ich mich auch gedacht. Ich dachte, ist das ein Brenner? Aber nee, der lief dann... Also ja, so einer aus dem... Fackel. So einer aus dem brennenden Biom, dachte ich. So. Aus... Ein bisschen nervig. Mhm. Ach, scheiße. Was? Noch eine. Die kommen echt aus allen Richtungen, die Schreier. Ja, das ist, wie gesagt, ich versuch's. Also mittlerweile sollte es sich aber eigentlich reduzieren, weil es. Oder es gibt beim Einschalten nochmal Hitze irgendwie oder so. Habe ich das jetzt echt gerade alleine alles ausgemacht? Nein. Am Anfang nicht. Am Ende ja. Danke. Na was denn, ich bin wenigstens ehrlich. Jetzt kommt her und macht wenigstens noch die letzten mit mir aus. Ich dreh gleich durch hier. So. Ja, also ich finde das gerecht. Wir haben es angemacht, darfst du da was machen? Du hast gleich rot im Nacken. Ja, ich wollte anmachen, du hast gesagt, nee, bleib drin, da ist Feuer an, du kommst nicht raus. Hm. Ja. Hättest ja nicht auf mich hören müssen. Sollen wir einfach alle wieder anmachen, gerade auf dass ihr da draußen von den Schreierinnen überrannt werdet. Ich hab bisher kein Problem und ich habe auch noch Munition. Glaub mir, Schreierinnen gibt's mehr als Munition. Momentan ist hier wieder ruhig. Ja, aber wir können auch einfach wegfahren. Es ist aus. Alles? Ja. Ja, gut. Vielen Dank. So. Dankeschön. Ich sag danke fürs Abdrehen. Wir haben es aufgedreht. Warum brenne ich, wenn ich zur Tür reingehe? Weil du im Lagerfeuer an war. Vermutlich. Macht's ihr. Ich hab's Lagerfeuer ausgemacht. Ja. Das wäre wahrscheinlich jetzt sogar schneller gegangen, ja? Ja. Sag mal, hier sind ja alles voller Spikes. Ja, da vielleicht kommt gar nicht mehr in die Hütte. Vielleicht kommt was rein, dann stellt man innen auch einen Spike hin. Woher wir warten eigentlich bei den Taschenmotorrädern? Ich habe hier eine Schreierin. Wo? Im Haus, egal, ich laufe jetzt auch nicht auf die anderen Seite raus. So. Ihr seid mir Kollegen. Tja. Warte. Jeder bekommt das, was er verdient, Kollege. Naja. Da. Hep. Da. Hui. Wo lang denn? Eigentlich müssen wir doch nach Süden irgendwie, oder? Wie war das? Wir müssen die andere Richtung. Ja, Süden. Süd, Ost. Nee. Wir müssen Nordost. Was ist los? Okay, ich fahr einfach rückseitig hinterher. Ja, Süd. Dann ist er schuld. Südost, ja. Überfahr mich nicht, Koja. Nein, nie. Mhm. Wieso brennst du? Ich brenne nicht. Das sieht nur so aus. Wir müssen nicht nach Südost, ne? Wohin fährt er? Südost. Tja, ja, also erstmal Verwirrung stiften und dann den richtigen Weg zeigen. Mhm. Alles tick-tack. Mhm. Well. Oh, jetzt brenne ich nicht. Mhm. Eieieiei, Wasser. Hui. Ich hab einen echten Feuerstuhl, wunderbar. Ja, da ist unser schwebender Kamin. Ich habe das Flüstermoped. Du hast ein Flüstermoped? Es macht kein Geräusch. Okay. Jetzt wieder. Ja, scheint auch cool, wenn es ruhig ist.
So, hat jetzt jemand die Dings mitgenommen? Den Granatenwerfer? Nö, ne? Ja, ja, nicht, ja, ja. Den hast du? Ja, war doch klar. Lasst mich zuerst den ausreichenden Sicherheitsabstand, ja? Nee, Danu, du gehst runter. Nein, nein. Geh du doch drunter. Achso, ich dachte, worauf schießt sie denn? Ja, worauf? Darf ich denn? Moment, ich stehe nicht besser. So. Mach du mal. Schieß einfach mal mitten rein, oder? Ja, so unten würde ich, oder mitten, ja, egal, wie du magst. Oh, einer ist weg, einer ist weg. Check nochmal, dass das schön war. And the winner is, Das ist der Turm. Ah. The winner is the Turm. So, pass mal auf, ich zeige euch mal, wie das geht. Jetzt bin ich gespannt. Ja, es kommen hier aber gerade ganz schön viele Zombies. Dann macht mal ganz schön viele Zombies weg. Wisst ihr, es funktioniert. Ja, du musst unter Frames legen, die ganze Reihe jetzt vorher. Ne, eigentlich reicht's, wenn man einmal Support schafft mit den Frames und den Support dann wieder wegreißt. So habe ich das verstanden. Oder hast du noch? Ich hab einige. Also so klang es zumindest, als müsste man nur einmal Support schaffen und diese dann wieder abweisen. Support, Support, immer dieser Support! Das gibt's doch gar nicht. Das Ding ist wirklich komplett, das ist komplett verbuggt. Oh Mann! Guck mal, wenn man da was dran setzt, fällt es sogar einfach ab. Ja, ich seh's. Das ist gut. Warte mal. Da ist doch bestimmt noch irgendwo... Hast du noch irgendeine Rakete? Nee, hast du nicht mehr, ne? Eine Rakete habe ich noch. Ah, dann schieß mal von unten hier oben rein. Oh oh. Opfer dich, Xa. Komm, wir stellen uns alle zu dir. Wir sind solidarisch. Komm. Was einfach oben gegen das rote Dings? Ja, so oben gegen das rote, genau. Stell dich aber richtig rein hier. Wir stellen uns mitten hin. Mhm. Ui, einer kommt. Hat voll gut geklappt. Kruja, hau mal einfach auf den Ring drauf. Ich hab leider keine Spitzhacke, weil das Haus ja zu war. Spitzhacke hab ich. Ich glaube, Jungs, der blöde Turm gewinnt, oder? Tja. Ich weiß nicht, ich sehe das nicht ein. Also, ich hätte ja noch eine Idee, aber da bräuchten wir jede Menge Schatzpulver für. Das Ganze verminen und Luftjagen. Genau, also TNT. So, warte mal, ich baue da jetzt nochmal eine Verbindung und dann... Ach so, dass du das mal in die Mitte machst, so nochmal, ja genau. Warte mal, dann setzen wir das so ab. Noch eins drauf. Ja, muss ich hochkommen, so. Weiß nicht, ob das schon reicht, aber probieren wir es mal, dass wir da richtig quasi am Boden schaffen. Das ist ja... eine Frechheit, warte, ich hab wie er sich uns widersetzt. Mehr. Ja, ich meine, ich habe mich dieses Mal auch schon angeboten. Ich stand da eindeutig schon drunter. Er hätte mich ja, stimmt. Du hast auch alles getan, Danu. Das kann man nicht vorwerfen. Ja. Ein Wunder. Er fängt an. Das war der. Ich hatte da einen nach oben nochmal reingesetzt. Ja. Und dann fingst du an, auf einmal runterzufallen. Juhu! Der Turm! Und auch ihn haben wir besiegt! Warte,
Stückchen weggehen. We are the champions. Juhu. Der Endboss ist besiegt. Das war doch eine gute Idee. So. Der Endgegner, genau. Der etwas andere ich Endgegner. Ich schwäche mich jetzt mal etwas. So. Genau. Gebe mir jetzt noch den letzten Rest. Ja, sammle 5 von Eisen. Dann habe ich jetzt mal 5 von Eisen aufgesammelt. Das ist alles, was bleibt von diesem Turm. Ach ja. Die Welt in Schutt und Asche. Wir ja, sind fertig. Weg. Wir packen ein. Und ich muss noch was erledigen. Ah! Zack! Friss ihn, Hund, friss ihn! Koja ist auch tot, es tut mir leid. Achso, ja, dann soll der Hund halt da nur fressen. Nö, der Hund ist schon tot. So, jetzt gehört die ganze Welt mir. Ja, wollte gerade sagen. Kannst einen neuen Turm bauen. Mach ich bis 12 vor 16, dann siehst du ihn wieder. Wir sehen uns in der Alpha 16 wieder und wir sehen uns zu. Hier läuft ein Xa. Und wir sehen uns zu einem schönen Let's Play von hier Ark PvP. Da haben wir ein schönes Setting uns ausgedacht. Da sehen wir uns hoffentlich wieder. Ich hoffe, ihr hattet Spaß an der Staffel. Ich bedanke mich natürlich ganz, ganz herzlich bei Xa und bei Danu. Das raus. Zündet gerade das Dynamit. Ich mag es gar nicht, weil Xa so ruhig ist. Ja. Ich baller hier die ganze Gegend ab. So. Komm, warte mal, lass mich mal rein. Ach, das wird doch. Geht nicht mehr. Komm hier nicht rein. Ich komm mal rein. So, zünde! Ja, das tut voll viel. Nicht mal das kann er. Man kann nicht so verwendet. Garantiert nicht. Wir sehen uns dann in einem anderen Let's Play und spätestens in der Alpha 16 wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank an euch beide fürs Mitmachen und bis dahin. Macht's gut. Tschüss. Ciao. Boom.